Day and Night, Tag und Nacht, das war heuer das Motto des Ars Sonore Festivals unter der musikalischen Leitung von Markus Schirmer. An 5 Tagen waren Kompositionen zu hören, die sich den unterschiedlichen Tageszeiten widmen. Mit einem großen Festkonzert ist das Festival gestern Abend zu Ende gegangen. Beschwingt ist gestern das Ars Sonore Festival in die Zielgerade gegangen. Mit einer musikalischen Mischung aus Jazz, Swing und Klassik in moderner Interpretation. Wichtig ist immer gute Musik. Ich bin mit Leib und Seele Klassiker, aber ich schaue auch immer sehr gerne über den Tellerrand, ob jetzt mit Skurdia, ob mit Schiffkowitz oder was weiß ich was. Es ist wichtig, dass gute Musik einfach lebendig bleibt. Und in der Klassik gibt es so viele Themen, so viele Motive, die man umspielen kann, neu ordnen kann, neu zusammensetzen kann und immer was Frisches erzeugen kann. Ganz dem heurigen Motto Night and Day verschrieben, haben sich Klänge zu Morgenstunden und feurigen Abenden durch das Programm gezogen. Es war ganz, ganz fantastisch. Wir waren fast immer ausverkauft. Das Publikum war enthusiasmiert. Wir haben unglaublichen Zuspruch bekommen. Auch die jungen Studierenden haben unglaublichen Zuspruch bekommen. Zum großen Abschlussfest hat es nicht nur hunderte Musikbegeisterte gezogen, sondern auch so manchen Stargast. Und schon jetzt kann man den Termin für kommendes Jahr im Kalender eintragen. Die 6. Ars Sonore Auflage findet vom 8. bis zum 12. September 2020 statt.